Ja, das wird bestimmt wieder lustig. Ich kann leider nur Fußball spielen und deshalb sind die Interviews so. Hier falsch gezogen, Franz Beckenbauer. Wo ist der Ball? Jetzt sind wir schon die Hunde, also jetzt geht's aber los. Also, ja, ich bin Mutter. Thomas, wie sind da die ersten Schläge? Die ersten waren gut, aber jetzt wird's schwächer. Ja, ihr habt ja schon gute Arbeit geleistet, ne? Aber ja, vielleicht habe ich auch noch ein paar Ideen, ne? Kalorien. Hier ist der Europapokal der Landesmeister! Champions League! Aber ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand da sich in die Runde schafft. Da hinten noch ein Mir Samir eingraviert. Hier, dreh ich mal um hier. Mir Samir ist natürlich das Markenzeichen des FC. Für diesen alles aktuelle Lifestyle, also er macht da gerne Sachen auch nach, weil er selber eben da nicht so viel Kreativität hat. Und da springt er gerne dann auch eben auf solche Sachen auf, aber ich bin da nicht der Typ. Also ich lasse mir, wenn, dann was Eigenes einfallen. Danke, dass du mir Geschenk, die Vorlagen gibst. Geschenk für den Basti wieder. So, da haben wir doch. Na, du bist dir nicht so sicher. Hat beim Feiern nicht was gefehlt? Die Schale oder was? Das Weißbier. Ach so, ja gut, das liegt vielleicht daran, dass Eintracht Frankfurt keinen Weißbiersponsor hat. Ich weiß es nicht genau. Ja, ich wollte nur einmal mal meine beiden Omas und meinen Opa grüßen. Das ist schon lange mal überfällig. Mit dem zweiten sieht man mich. Was denn? Die Hand sieht komisch aus. Lass die einfach. Ja, Kinder am Mann, weißt du? Das mag ich eigentlich. Das mag ich auch schon. Das machen wir vor jedem Spiel, seit dem Gewinn. Ich glaube, ein bisschen da müssen wir gleich mal ein bisschen versuchen. Schon nicht schlecht. Also ich finde schon, wir können schon ein Statement machen mit dem vierten Stern. Ja? Also ich glaube schon, so mutig können wir. Ja gut, Adidas kann so mutig sein, ne? Aber der Druck auf die Mannschaft ist natürlich dann extrem groß, ne? Das wollen wir eigentlich. Und der von den drei Steinen ist natürlich schon sehr dynamisch und. Ja, ich habe versucht, was ich kann. Ne? Die Wellen stehen dann für Brasilien, die Wellen Beach, Copacabana. Genau, richtig. Ja, genau. Grüß dich, servus. Wir haben hier die Rauten eingearbeitet, die charakterisieren natürlich das Bundesland Bayern und die bayerischen Wurzeln. Ansonsten ein herrliches Rot, so wie es für einen Verein gehört. Rot-Weiß, ein bisschen was Klassisches, aber mit sehr leichtem, modernen Stoff. Drehst du es bitte wieder um? Hey, warte mal. So. Das ist meine Lehre. Ja. Lehre. Ja. Lehrerin. Ja. Hey, hör auf, du! Ja, ich geh weiter am Butti. Ja, und jetzt? Ja, jetzt. Stell die Frage. Herr Butt, das ist Ihre erste deutsche Meisterschaft nach mehreren Jahren in der Bundesliga auch. Wie fühlen Sie sich? Fantastisch, aber es wird nicht die letzte sein. Herr Müller, aber für Sie ist es auch die erste deutsche Meisterschaft. Ja, alles planmäßig gelaufen, so habe ich mir das vorgestellt und ich gebe zurück ins Funkhaus. Na gut, ich kann ja nur von mir sprechen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie sich die anderen fühlen. Die haben natürlich auch nicht diese Mordserfahrung auf dem Buckel, wie ich das schon habe mit meinen 23 Jahren. Mo! Finger weg von meiner Müllermilch! Und Mo! Finger weg von meiner Müllermilch! Finger weg von meinem Ei! Abi, was machst du? Hey, your eyes! Ja! Yeah. Das sind die Chefdesigner von Adidas für das neue WM-Trikot. Die werde ich jetzt mal besuchen, weil mit mir haben die noch nicht gerechnet. Die stehen auch so und schauen weg. Und ja, wenn ihr, manche sind am Boden, okay, verzweifelt. Manche haben andere Probleme.
gewartet. Ja. Thomas Müller, seine Qualitäten sind ja mehr im Reden. Es stellt er hier wieder unter Beweis. Deswegen ja, überlassen wir ihm das Reden und das Tanzen sollen die anderen machen. Ja, erstmal gucken, wie man aussieht, oder? Ja, hier eine kleine Beule. Erst dachte ich, ist ein Cut, aber ja, das letzte Einhorn. Josef, ich wünsche mir nur eins. Wir sind jetzt Champions-League-Sieger und irgendwann kommt der Sensenmann. Der holt uns alle. Ich komme in die Hölle und du in den Himmel. Aber heute lassen wir die Sau raus. Andi, was sagst du? Ja. Ja, gut. Ja, natürlich. Ich denke, wir haben jetzt aus 3 Spielen 9 Punkte. Das ist unser Ziel gewesen und ja. Was? Ja? Ich rede gerade einen zweiten Satz. Hey, kaum trifft er, schon hebt er wieder ab. Unglaublich. Wir lassen Sie noch aussprechen. Wo war ich gerade? Es ging darum, dass Sie jetzt Gruppen in der Gruppe führen quasi und wie wichtig dieser Schritt in Richtung Euro war. Ich denke, es ist auf jeden Fall schon mal ein kleines Polster, das wir uns erarbeitet haben. Habt ihr denn es überhaupt geschafft, um 6 Uhr raus aus dem Babys und jetzt schon wieder ohne Sonnenbrille hier am Wagen? Nee, Baby habe ich noch keins zu Hause. Also ich bin ganz normal aufgestanden um 9:30 und deswegen bin ich jetzt topfit. 9:30, das Babys heißt das Lokale. Du kannst doch die Zuschauer zu Hause jetzt nicht vollkommen verwirren. Oder weißt du gar nicht mehr, wie das Lokal gehießen hat? Doch, aber da war ich nicht mehr dabei. Habt ihr euch separiert? In welchem Lokal wart ihr? Oder nur langt der, wenn es heißt Dissoy oder eher Lounge? Nee, ich war lang genug im Käfer und ja, wir haben ja, wenn es nach mir geht, noch mehrere Feiern in dem Jahr. Deswegen muss ich meine Kraft einteilen. Hübsches Einhorn. Wiedersehen. Ja, wenn meine Nase nicht so groß wäre, du. Okay, ja gut, ihr habt ja jetzt dann noch bis November Zeit, um meine Idee dann noch ein bisschen auszubauen. Ja. Ich gehe schwer davon aus, dass das eine große Rolle spielen wird in euren Planungen. Gutes Meeting noch, ne? Ja. Lass ich euch mal in Ruhe arbeiten. Ja. Bekommen, also die hatten auch ganz schön was zu tun und hatten auch viel Spaß. Und als sie auf mich getroffen sind, waren sie komischerweise wie immer gut drauf. Und ich habe mich gefreut, hat Spaß gemacht und ich glaube, wir machen ja noch ein bisschen was. Die deutschen Frauen gehören ja auch zu Deutschland dazu und für uns ist wichtig, dass uns das ganze Land unterstützt und nicht nur die Hälfte. Aber noch etwas ist wichtig, um am besten noch gleich 3-mal zu gewinnen. Ein deftiges Mittagessen. Na dann? Mahlzeit. Ist es derzeit möglich beim FC Bayern München oder bist du dazu in der Lage, ein Interview zu führen, ohne dass der Name Pep Guardiola fällt? Auf jeden Fall. Locker aus der Hüfte schieße ich das Interview. Wir starten jetzt einen Lauf. Wir starten den Lauf jedes Mal, nachdem wir unter der Woche gewonnen haben. Also ich bin grundsätzlich nicht der Typ, der Aussagen vom Franz Beckenbauer kommentiert. Das ist nicht meine Aufgabe und das mache ich auch nicht. Alles Müller oder was?